Willkommen zum achten Teil meines F1 Challenge Let's Plays. Ich bin heute für euch in Silverstone, England. Das letzte Rennen in Magny-Cours war auch wieder gut. Ich habe einen zweiten Platz geholt. Und ja, ich hoffe mal, dass es auch hier gut läuft. Ich mag die Strecke, wie fast alle hier im Kalender. Und ja, dann mal zur Streckeninfo. Werfen wir vor dem freien Training noch einen kurzen Blick. So viel zu den Fahrern. Werfen wir... Die Rennstrecke von Silverstone liegt nur einige Kilometer von Northampton entfernt. Sie bietet einen aufregenden Mix aus zwei schnellen Geraden und langsamen, mittelschnellen und schnellen Kurven. Viele Formel-1-Teams wie Jordan, Williams, Jaguar, Renault, British American Racing und McLaren haben in der Nähe dieses ehemaligen Flugplatzes, auch Silicon Valley genannt, ihren Sitz. Spannung ist hier vorprogrammiert. Ja, ist ein interessantes Rennen. Mal sehen. Ich hoffe mal, ja. Da waren meine Hoffnungen, ja, zerschmettert. Regen. Ja. Nicht sehr schön. Aber ja. Okay. Wieder einmal die Standardeinstellungen von mir. Okay. Ich gehe jetzt ein bisschen mehr Heckflügel, weil wir brauchen es nicht wirklich. Takagi fährt als erster raus. Okay. Mal sehen. Ja, Topspeed ist okay. Mark Schöning geht raus. Ja. Sehr schön. Passt. 2,95. Wow. Ja. Okay. Ja. Das wäre alles. Mal sehen, was die anderen machen. Wir fahren mit Intermediates. Mal sehen. Ja, die fahren mit Intermediates. Das... ja. Das ist ein bisschen komisch. Ja, einige sind... Ich probiere es mal mit Regenreifen. Ich glaube, dass es nicht wirklich trocken genug ist, um auf Intermediates rauszugehen. Mal sehen. Das ist die alte Version der Strecke. Für mich immer noch die bessere. Gefällt mir viel besser. Okay, ja, Top Speed ist genug für nasse Strecke. Ups. Ich muss mal meine Bremspunkte anpassen. Sehr schöner Spray. Also ich würde hier fast auf Monsunreifen switchen, also Intermediates auf keinen Fall. Das war wieder einmal knapp. Okay. Ja, dann mal auf die erste Runde. Okay.
das war ein bisschen schräg gefahren. Trotzdem. Ja, schneller als Tagagi. Ja, eine sehr gute Referenzzeit auf jeden Fall. Okay, Physiker wird schon ein bisschen schneller sein, glaube ich. Richtige Entscheidung. Okay, mal sehen. Ich sollte jetzt ein bisschen aufholen. Ja, sehr schön. Übersteuern. Wir könnten vielleicht auch die Pole holen, glaube ich. Ja, sehr schön. Nochmal 18. Okay, Jacques ist schneller als wir. Aber sollte die Zeit jetzt unterbieten, ja. Uiuiuiui. Ja. Das war nichts. Okay. Ich guck mal, was die anderen fahren. Jacques fährt nur 2,85, also das passt. Okay, mal sehen. Ups. Ja, fünfter. Sehr schön. Jacques ist sechster. Also, BAR ist stark. Okay, trocken im Warm-up. Und Regen im Rennen. Mal sehen. Die anderen sind auf Intermediates. Und das alle. Also, ja, ich wechsle dann auch mal auf Intermediates. Okay. Sehr schön. Das alles andere sollte gleich bleiben, glaube ich. Also, Intermediates, ja, Flügel bleiben gleich. Ich bin schon genug schnell. Okay, dann mal los. Hallo zusammen. Hallo? Okay, es regnet recht stark. Wird schwierig auf jeden Fall. Mal sehen. Okay. Jacques ist neben mir. Ups. Ja, die fahren da eine sehr komische Linie. Und ich komme durch. Ja, sehr schön. Erster Platz. Ja, erster Platz. Da hat der. Da kürzt der wieder ab. Der Pulver. Okay. Mal sehen, ob ich den ersten Platz verteidigen kann. Wird schwierig.
Die anderen sind auf jeden Fall schneller. Ja, hat man jetzt gesehen. Und der Regen hat, glaube ich, aufgehört. Ist eine gute Sache. Ja, der Gotthard holt auf in dieser Kurve. Auf jeden Fall. Da muss ich aufpassen. Ja, sehr schwierig in diesen Verhältnissen zu fahren. Ja, und der Himmel wird blauer. Okay. Ich slide viel. Nicht wirklich normal in einem Formel 1 Wagen, aber ja. Okay. Ja. Es wird trockener und die fahren da sehr weit raus. Ups. Okay. Ich sehe den Jacques hinter mir. Er ist, glaube ich, Sechster. Und Barrichello hinter uns. Ja. Barrichello. Ein sehr starker Gegner. Man muss immer mit ihm rechnen. Ja. Die sind sehr stark in dieser Kurve und in der letzten, also da muss ich aufpassen. Okay, nächste Runde komme ich, glaube ich, rein. Das sollte passen. Dann sollte es, glaube ich, trocken genug sein für Slicks. Ups. Ups, 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 ups. Ja. Ja, sehr schön. Wieder einmal ein schöner Fehler von mir. Ja, und Mika ist hinter mir. Werde ich nicht durchlassen. Mika, glaub mir das. Mal sehen. Ich habe den ersten Platz sehr, sehr einfach weggeworfen. Okay. Mal sehen, ob die anderen auch reinkommen. Ich hoffe mal, dass Jacques nicht in der gleichen Runde reinkommt. Das wäre nämlich fail. Okay, ich kann mich in etwa mit denen zwei halten. Und Michael ist vermutlich hinter Häkkinen. Ja, also alle fahren rein. Okay. Ja, Jacques. Sehr schön. Das wird mal fail. Ja, vor Barrichello. Auch vielleicht mit Glück war nicht der Jacques angeschoben hat. Mal sehen. Ich glaube nicht, dass er seinen Stopp gemacht hat. Also gleichzeitig mit mir. Auf jeden Fall hat er mich angeschoben. Vielleicht hat er das auch geschafft.
sehe da einen Ferrari. Aber nicht den. Ja. Wieder einmal von mir gefehlt. Fuck. Okay. Ich sehe einen Ferrari, aber keinen BR. Ja, und der Junge zieht weg. Also mit denen kann ich mich nicht wirklich halten. Und die anderen sollten auch, glaube ich, jetzt reinfahren. Ja, ich habe große Probleme, den Wagen auf der Strecke zu halten. Okay. Mal sehen. Ja. Und Michael ist hinter mir. Ich hoffe mal, dass ich keinen Sieg weggeworfen habe. Ja, sehr schön. Also einen Platz auf jeden Fall weggeworfen. Und da ist jemand vor Barrichello. Ja, lol, Michael. Ja, also... Ja, cool, da, sehr schön. Übers Gras, Mann. Oh, Mann. Du kannst gegen die nichts machen, die fahren wie Aliens. Und kürzen dennoch die Strecke ab. Ich bin Fünfter. Fuck, man. Fuck. Und Barrichello wird das Rennen vermutlich gewinnen. Was für eine Scheiße, man. Also, ich hätte mich, glaube ich, vor dem Barrichello nicht halten können. Also, die fahren schon unmenschlich, also. Vielleicht ist auch mein Setup noch schlecht, ich weiß nicht. Also, im Regen ging es irgendwie noch, aber im Trockenen da, ja, keine Chance. Ja. Und das ist schon die letzte Runde. War. Irgendwie ein schnelles Rennen. Sehr schnell vergangen. Ja. Trotzdem, 2 Punkte geholt. Hätte mehr sein können. Aber ja. Wie die Jungs fahren. Ist das schon sehr gut. Ja. Mika Häkkinen beendet das Rennen auf dem 3. Platz. Gut gemacht, du bist 5. Ja, und der Jacques ist nicht zu sehen. Barrichello. Ja, Barrichello hat das Rennen gewonnen. Damit verabschieden wir uns vom großen Preis von England. Natürlich nicht ohne noch einen Blick auf die Platzierungen zu werfen. Ja, in den 2 Runden hat Barrichello 5 Sekunden. Barrichello, erster. Schumacher, zweiter. Unglaublich, also 5 Sekunden in 2 Runden. So, jetzt wird es höchste Zeit, einen Blick auf den neuen Stand in der Fahrerwertung zu werfen. Das ist fast unmöglich, aber ja. Michael Schumacher baut seine Führung in der Fahrer-WM weiter aus. McLaren vergrößert seinen Vorsprung in der Konstrukteurswertung. Ferrari, ja, war leider nichts mit Punkten für Jacques. Habe ich auch ein bisschen dazu beigetragen. Ja, ich meine, das ist so eine Sache, wenn zwei
Kollegen halt in einer Runde reinkommen. Aber ja, fünfter Platz, 2 Punkte. Ist ja gut, aber es hätte besser sein können, vielleicht mit einem besseren Setup. Aber ja, war leider nicht der Fall. Trotzdem, ich meine, ich hätte vor der Saison nicht gedacht, dass ich überhaupt vielleicht 10 Punkte hole. Aber, ja. Ja, das nächste Rennen ist der 1-Ring in Österreich. Und das wird wieder ein interessantes Rennen. Eine schöne Strecke. Und ja, wir sehen uns dann für das nächste Rennen wieder. Bis bald. Tschüssi.